schläft ein kleines Mädchen bei mir zu Hause. Leute, Mina hat noch nie bei mir übernachtet und heute ist das erste Mal. Sie hat sogar ihr Koffer gepackt. Mina, bist du aufgeregt? Ja. Gott, freust du dich? Wir werden Beauty-Tag machen. Sleepover-Party, alles. Pyjama-Party. Ja. Bist du ready? Ja. Let's go. Leute, Mina hat mir gesagt, dass sie sich einen neuen Pyjama wünscht. Stimmt das? Ja. Okay, weißt du, was das bedeutet? Wir müssen uns jetzt einen neuen Pyjama kaufen. Leute, ich bin jetzt auch schon bei Baby- und Kids-Abteilung und Mina ist einfach schon vorgerannt. Ich hoffe, ich finde sie jetzt. Mina, wo bist du? Mina, Leute, wo ist sie? Mina, warte mal. Ey, du bist richtig schnell. So, wo sind denn die Pyjamas eigentlich hier? Guck mal, was ich gefunden habe. Spider-Man, was sagst du dazu? Spinnst du? Spinnst? Das ist doch schön, Spider-Man, oder? Mina, wo bist du? Sie hat was richtig Krasses gefunden. Zeig mal her. Oh, ihr müsst das mal sehen, Leute. Wow, aber Leute, ist das ein Pyjama? Geh mal her. Also, sieht es aus wie ein Pyjama, Leute? Ich glaube, das ist so eine College-Jacke oder sowas. Pyjama-Night, du schläfst doch bei mir. Du musst richtig gemütlich haben. Mit Glitzerarme kannst du doch nicht schlafen heute. Was sagst du? Aber das ist richtig süß, Leute. Sollen wir das Mina trotzdem holen? Guck mal, wie süß das aussieht. So, wo ist sie denn jetzt überhaupt? Leute, sie rennt immer weg. Wo ist sie? Ich finde sie nicht. Ah, hier. Guck mal, die Kleider sind mal so. Ich habe sie abgemacht. Was? Was hast du abgemacht? Ja. Leute, was sagt ihr? Sieht das so schön aus oder so? Hä, so war doch auch voll süß, Mina. Was hast du gemacht? Guck mal, ich glaube, das sind Pyjamas. Leute, Mina findet das hässlich. Das ist ein Kleid. Ach, ist das wirklich ein Kleid? Ja. Dein Ernst? Warte mal. Leute, das ist ja wirklich ein Kleid. Ey, sorry, Mina, sorry. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich setze mich jetzt einfach hier in die Umkleidekabine. Mina braucht einfach viel zu lange, um ein Pyjama rauszusuchen. So, ich chill mal jetzt hier, bis sie kommt. Jansel, komm jetzt. Ich hab was gefunden. Was hast du gefunden? Echt jetzt? Oh Leute, endlich. Jansel, hier ist es. Oh, dein Ernst? Oh mein Gott, zeig mal her. Leute, schaut mal. Wow, das ist so ein Zweiteiler mit Barbie, Langarm. Das ist doch perfekt, Leute. Schaut mal nochmal, wie das aussieht. Hier einfach Barbie drauf und von vorne ist einfach Barbie. Oh, findest du es schön? Ja. In Pink. Was holen wir als nächstes? Kuscheltiere? Ja. Let's go. Also Leute, unser Pyjama haben wir. Und Mina, wie teuer war das Ganze? Wir müssen 22 Euro bezahlen. 22 Euro? Das geht ja noch. Aber das wird eine teure Übernachtungsparty jetzt mit den Squishmallows. Freust du dich? Ja. Auf welchen Squishmallow freust du dich am meisten? Da gibt es auch Hello Kitty und andere. Also ich will ein Snackless. Snackless? Oh mein Gott, Leute, die gibt es auch. Ab zu Smith Toys. Leute, ich will die Rutsche rutschen. Dafür musst du aber Jansel fragen. Jansel? Ja, was denn? Können wir die Rutsche hinter dir rutschen? Hinter mir ist eine Rutsche? Ja. Warte mal. Mina, hast du mal gesehen, wie lang die Rutsche geht? Ja. Leute, die geht von da oben bis da nach unten. Oh, da sind doch ein Bällebad. Oh Gott, Mina, sollen wir auf dem Bällebad? Ja. Leute, dann gehen wir mal jetzt ab zur Rutsche, bevor wir hier zu Smith Toys gehen. Wie cool ist das? Man mit Schuhe rutschen. Ja, wir rutschen mit Schuhe. Let's go. Mina, guck mal, hier steht grün. Das heißt, wir können jetzt loslegen. Gar nicht. Doch. Okay, Leute, jetzt geht's los. Leute, warte, ich muss jetzt auch kommen. Wo ist er? Er hat unsere Schuhe. Du hast unsere Schuhe. Mina, weißt du was? So viel, wie du triffst, darfst du auch Squishmallows kaufen, okay? Okay. Okay, los geht's, Mina. Egal, wie viele du triffst. Und Start. Und nein, du hast nicht getroffen. Los, Mina. Los, gib dir richtig Mühe. Los, 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 los. Nein. Du hast nicht mal eingetroffen. Warte, ich weißt du was? Du bist hier Joker. Hey, dir. Nein. Und? Leute, die haben immer noch nichts getroffen. Es sieht so aus, als wenn Mina keine Squishmallows kriegt. Was? Oh mein Gott, Mina, du hast getroffen. Ja. Okay, zeig dir ein Squishmallow, ne? Ja. Okay. So, Mina, wir gehen jetzt zu Smith Toys. Ich weiß. Guck mal, hier oben, Smith Toys. So, bin mal gespannt. Oh, Mina, guck mal, wie lustig. Guck mal, die machen so piep, piep, piep. Das sind Kassierer, Mina, die Teddys. Oh, hier sieht es doch mal richtig cool aus. Guck mal, hier sind schon richtig viele Squishmallows. Reese's Snackless. Wow, Leute, habt ihr auch Snackless? Kommentiert mal. Mina, so oft hast du gar nicht beim Basketball gewonnen.
Egal, okay, hier, dann halt nochmal den. Nochmal den. Wie wär's mit dem Subway-Snacklist? Der ist voll süß. Leute, so sieht doch Mina krass aus. Nun können wir doch eine Übernachtungsparty machen. Wir brauchen einen Einkaufswagen. Einen Einkaufswagen? Hier überhaupt einen Einkaufswagen, Leute? Mina, hier gibt's keinen Einkaufswagen. Also musst du so viel tragen, wie du tragen kannst. So viel kaufst du dann. Okay, und das? Ach, guck mal, den mit Goldbär hast du nicht. Guck mal. Den hab ich doch schon. Oh, wie lecker sieht der denn bitte aus? Den hab ich doch schon. Egal, den kriegst du jetzt nochmal, Mina. Hier, jetzt hast du genug, oder? Hier, den aber auch noch. Dann halt den auch nochmal. Okay, den, los. Mina, jetzt hast du genug. Ab zur Kasse, Mina. Immer zur Kasse kommen. Wir müssen jetzt... Ich noch andere Squishmallows. Oh, haben noch andere? Ja. Was macht die? Also, Leute, wir packen jetzt alle Sachen aus. Und ja, wir ziehen uns gleich auch die Pyjamas an. Das wird so cool, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Dann seht ihr, was mein Pyjama ist und was Minas ist. Und dann bewertet ihr, wer den besseren Pyjama hat. Kommentiert mal, habt ihr schon mal bei jemandem übernachtet? Also Mina übernachtet heute das erste Mal bei mir. Also Leute, wir packen jetzt das hier aus. Leute, nebenbei, das ist unser Merch. Den gibt es in so einem Bündelset. Das könnt ihr bei jansegül.de kaufen. Okay, gib mir. Wow, Leute, ihre Beauty-Produkte sind nur pink. Pinke Zahnbürste, pinke Uhr, pinke Badebombe. Mina, willst du auch bei mir baden? Nein. Was? Ey, Mina, sei mal ehrlich, was machst du mit dieser pinken Uhr? Stellst du dir wirklich einen Wecker bei mir? Wir machen die Nacht durch und haben richtig viel Spaß. Wir brauchen keinen Wecker. Ab der Weg damit. Los, was kann man da? Du Schlaumeierin, man Spiele kann spielen. Spielen. Ach so, wir machen Übernachtungsfotos. Wie cool ist das denn? Hier, Fotos. Aber Fotos. Mina, wir brauchen das nicht für Spiele spielen. Soll ich sagen, warum? Ich habe einen Gaming-Raum. Mina, komm mal her, komm mal her. Guck mal. Gib mir dein Foto an von dir. Cool, aber schau mal, hier ist mein Gaming-Raum, Leute. Wow, der ist komplett in pink. Und hier werden wir richtig viel Spaß haben bei der Übernachtung. Wow, Leute, Minas Haarbürste ist einfach mit so einem M. Und das steht für Mina. Wie cool ist das denn? Dann hat sie hier noch natürlich Fashion Outfits. Das darf nicht fehlen. Pinke Outfits, mega cool. Und was gibt es noch? Dein Pyjama, wo ist dein Pyjama? Das haben wir doch gerade neu gekauft. Wo ist das? So, Leute, jetzt ziehen wir unsere Pyjamas an. Let's go! Wir haben unsere Pyjamas an. Woo! Leute, wir machen gleich noch eine Kissenschlacht. Komm hier, hau mal gegen. Leute, kommentiert mal, wer von uns hat das krassere Pyjama an? Ich mit meinem Barbie-T-Shirt, Barbie-Leggings und Barbie-Hausschuhe. Oder Mina mit ihrem Barbie-Set. Leute, ihr kommentiert und ihr entscheidet. Ja, und wenn ihr sehen wollt... Mit. Wie bitte? Die Hausschuhe, die Hose und der Oberteil ist von einem ganz anderen Laden. Oh. Leute, wir bereiten jetzt unsere Übernachtungsparty vor. Und wenn ihr genau sehen wollt, was im zweiten Part passiert, wie wir schlafen und die Nacht durchmachen, dann abonniert alle auf jeden Fall, lasst ein kostenloses Abo da und teilt.